Get it. Mein Name ist Jimmy Reinhardt, schon länger 20 Jahre, arbeite als Urbanist bei der LSC Engineering Group seit 3 Jahren. Ich habe schon mein Studium am Bachelor und Master an der Raumplanung und Raumordnung zu Wien gemacht. Nach der Liste habe ich mir natürlich vorgestellt, wie viele andere Leute an dem Alter, okay, wie weit wo. Für mich war die Architektur immer interessant, den Beruf vom Diplom-Ingenieur auch. Aber ich habe mich auch finalement für den Urbanismus entschieden, quasi als Zwischenstelle zwischen dem Kreativen und dem Technischen Volley. Die Avantage von dem Beruf sind ganz klar, dass er sich mitgestalten kann, wie die Zukunft von unserem Land wird ausgesehen. Und eben auch, dass man mit ganz vielen Akteuren um Terrain zusammen schafft und die ganz verschiedenen Perspektiven von den jeweiligen Leuten kennenlernt und auch verstehen muss. Für neue innovative Quartiere, den aktuellen Standards entsprechend zu planen, muss ich, also ganz wichtig, Zusammenhänge zu verstehen zwischen den verschiedenen Disziplinen. Sie hat Mobilität, sie hat Wasserwirtschaft, sie hat Landschaftsplanung oder sie hat auch einfach Immobilienwirtschaft. Und wie das kein Büro ist, wenn man einfach in einem Büro sitzt, ein Dossier aufschafft, mehr zusammenarbeitet mit der Equipe, ein neu kreativ Projekt entwickelt, ein neu innovativ Projekt entwickelt, als Team habe ich den wichtigen Faktor in diesem Beruf und muss ich dafür sorgen, dass die interne Kommunikation, aber auch die externe Kommunikation mit meinem Klient gut funktioniert. Ein von den größten Fehlern ist, und da muss ich auch selber lernen, ist, dass ich nicht immer alles so kann umsetzen, wie ich das initial immer vorgestellt habe. Mit dass in jedem Zuge Konsens muss fahren zwischen den verschiedenen Anträgen. Das heißt Politik, das heißt Klient, das heißt euch selber, das heißt aber auch die verschiedenen Administrationen und Ministerien. Und da ist es so, die Lernen zu machen, dass ein gutes Projekt developieren kann. Das ist eine von den größten vier für mich auf jeden Fall. Im Studium und allgemein im Studium für mal was im Ausland ist, genommen mit den landesspezifischen Methoden und gesetzlichen Kadern vertraut gemacht, was ja auch normal ist, eventuell die europäische Direktive. Aber wie dann halt zuletzt wird, da das natürlich ein bisschen anders, prinzipiell, also doch ähnlich, am Dach gehen dann kleine Unterschiede. Natürlich davon kann ich als Student mit Herz lehnen, die Langvakanzen zu nutzen, für Stage zu machen, bei einem Urbanist, bei einem Architekt oder wie auch immer, eben für dort die nationale Kader von Plansektoriellen, von PAG, von PAP kennenzulernen. Der klassische Dach geht es oft nicht. Ich denke mal ein bisschen davon auf, wie treten wir in den Fall. Prinzipiell sind ich kurz nach nach dem Büro und da gucke ich mal Mailen. Und dann würde ich oft intervenieren mit der Equipe für einerseits einfach zu organisieren und ein bisschen die Administrativsachen zu machen. Andererseits aber auch oft für Projekte zu diskutieren, wie man Führung machen, was noch gemacht muss gehen und wie man die nächste Reunion mit dem Klient zum Beispiel viel gesehen. Externe Reunionen sind in Richtung mit dem Klient oder mit der Gemeinde für die Projekte zu präsentieren und den aktuellen Stand einfach zu diskutieren und wie ihr Führung möchte. Sonst gehört natürlich zum Alltag auch einfach kurz Kaffee holen und Nachrichtskollegen, die Aktualitäten im Büro auszutauschen. Und ja.